Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder nach Göttingen. Erste Mal dieses Jahr. Und gucken mal, was sich hier so verändert hat. Heute ist wieder großes Fahrwerkseinstellen. Ja, die Bikes sind alle ein bisschen verändert. Meins jetzt nicht unbedingt, aber du hast was verändert. Ja, die Gabel, Dämpfung und die R, Depon R 2. Also Kartuschen rechts, links, Luft, Öl getauscht. Genau. Super. Ja, hier ist so ziemlich alles neu. Eine Fox 38 Factory und hinten zum Dämpfer. DVO-Dämpfer nochmal eine neue Feder. Heute erst einmal. Also gibt eine Menge zu tun heute und Göttingen ist da doch echt klasse für. Aber ich rede wie immer mal zu viel und würde sagen, wir geben ab auf den Trail. Ja. Wollen wir. Wollen wir. Genau. Ach, die Kurve, ey. Zum Einfahren gehen wir dann immer erstmal einmal auf die linke Seite, auf die Strecke. Die ist immer schön, um erstmal so ein bisschen in den Flow zu kommen. Und Spaß macht sie ja auch. Oh. Hui. So, Ralf nimmt noch mal Luft eine Verstellung runter. Vor. Hm? Luft runter. Luft runter. Ja, auch das gehört immer dazu. Und heute ist ein richtig schöner Tag dafür. Dann ging es über die rechte Seite Richtung bzw. zu dem Bachbett runter, der ja hier mit Abstand am meisten Spaß macht.
Die könnte man doch eigentlich. Wir sind mal wieder auf dem Weg nach oben. Ist immer noch herrlich warm. Und macht richtig Laune heute. Dann ging es auf den Bachbett-Trail, der hier richtig Laune macht. Vor mir fährt der Laron, 12 Jahre alt, und der wird immer besser und besser und schneller. Macht richtig Spaß zuzuschauen, wie er hier schon fährt. Am Ende von dem Bachbett-Trail gibt es hier so zwei Gap-Sprünge und zwei junge Locals zeigen mal, wie man den größeren von den beiden springt. Yeah! So, da sind wir wieder mal am Ende vom Video angekommen. Wir haben heute die Trails am Bismarckturm. Unsicher gemacht will ich nicht sagen, aber hat mal richtig Spaß gemacht, hier wieder runterzufahren. Und ja, Bikes sind eingestellt, Dämpfer sind bereit. In 2 Wochen geht es nach Tschechien, das erste Mal wieder dieses Jahr, und da muss alles stimmen und passen. Hat euch das Video gefallen? Ihr wisst, ich freue mich über einen Daumen nach oben und du schaffst also meine Videos, ohne meinen Kanal zu abonnieren. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.